Aussitzen Deluxe 2.0. Aussitzen Deluxe 2.0. Aussitzen Deluxe 2.0. Kommst du nicht zum Festival? Kommt das Festival zu dir? Die Neustadt auf deiner Couch. In deinem Wohnzimmer. Im April, Mai und Juni, immer Montag bis Freitag auf Coloradio oder YouTube. Yeah. Rap'n'Roll meets Aussitzen Deluxe, das schier endlose Online-On-Air-Festival hier in Dresden auf Coloradio und im ehemaligen Internet auf YouTube auf den Seiten des Neustart Art Kollektivs. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Sowas hat es bis jetzt noch nicht gegeben. Wir tauschen heute mal ein bisschen die Rollen. Es ist kein wirklicher Besuch, aber irgendwie ist es doch ein ganz besonderer Gast, ganz besondere Gäste. One Man Armin zu Gast bei Rap'n'Roll meets Aussitzen Deluxe 2.0 in Begleitung von Flesch mit 3E und Soße mit 2O und einem weichen Z, einem betonten Z. Und eure Mikros sind auch schon alle an. Ihr könnt auch alle Kopfhörer aufsetzen und einfach mal dem Publikum eure Stimmen offenbaren und einem Namen zuordnen, damit man die auch erkennen kann. Who is who? Ich bin nicht Flesch und nicht Soße. Ich bin Soße. Wer ist nicht Flesch und nicht Soße? Ich bin nicht Flesch und nicht Soße. Ich bin der Armin. Super. Hallo, ich bin Flesch. Tag. Ja, nochmal, ich bin Soße. Jetzt haben wir es geregelt. Der Anlass ist ein ganz besonderer. Ihr habt euch auf die Hosenböden gesetzt und ein gemeinsames Album produziert, das einen provokativen, reminiszierenden Namen hat. Und zwar will Armin Witzen selber sagen. Ja, gerne. Und zwar haben wir ein Album produziert namens By Armin's Necessary. Und das erinnert mich natürlich als alteingesessenen Hip-Hopper an die guten Zeiten mit Boogie Down Productions. Ich weiß nicht, ob es gute Zeiten waren. An die Zeiten mit Boogie Down Productions, Ende der 80er Jahre. Was ist denn dein Bezug dazu, Armin? Also erstmal ist Boogie Down Productions auch so ein geflügelter Name, muss man sagen, der für mich zumindest auch schon, bevor ich überhaupt wusste, dass das KRS-One und auch mal Scott LaRock, Rest in Peace, waren, einfach immer cool geklungen hat und etwas war, womit meine Schwestern halt um sich geworfen haben, da tatsächlich die, um einiges älter sind als ich, also ich habe so 8 und 11 Jahre Altersunterschied zu meinen älteren Schwestern. Und die hatten aber tatsächlich schon die großen Vorzüge, ich sag mal, des Teenager-Lebens in den 80ern genießen können und hier und da diverse Hip-Hop-Geschichten konsumieren können, vom Graffiti über Breakdance bis halt auch hier und da über die Mauer geschmuggelte Schallplatten von EPMD, Sir Mix-a-Lot oder eben Boogie Down Productions. Und da kommt auch so die Initialzündung her, dass ich denke mal so, meine früheste Kindheitserinnerung geht zurück in mein 3., 4. Lebensjahr. Das ist dann so 88, 89 gewesen, wo irgendwas Crush Groove oder so bei uns auf dem Fernseher läuft. Auf irgendeiner Art von Medium war ein solcher Film zu sehen und meine Schwester hatte gepoplockt und gebreakdanced und ich fand es einfach nur übelst krass und war fortan verzaubert. Also ich fand später auch MC Hammer dann cool und auch Tour Unlimited, weil da war ja auch ein Rapper bei und die hatten zünftige Beats und aber ich kann das sehr gut rekonstruieren, dass halt damals so zu dieser Zeit auch der reale Scheiß schon präsent war, bevor ich nochmal so 7, 8 Jahre später selber mich mit beschäftigt habe. Ich fühle mich ein bisschen verantwortlich, hier ein paar Fußnoten zu setzen, ja, weil die jüngeren Hörerinnen und Hörer vielleicht manche Begriffe nicht ganz nachvollziehen können. Poplocking ist ein Tanzstil, der, glaube ich, ausgestorben ist so ziemlich. Also vielleicht gibt es hier noch in Radebeul bei den Ur-Breakdancern Leute, die das noch beherrschen, aber ansonsten glaube ich fest. Das können wir uns am Samstag direkt angucken. Heute ist ja der 27. Juli, wenn ich mich nicht irre, ne? Und am Samstag, dem 31. ist eine Jam in Radebeul. Verrückt.
Und ich glaube aber, Poplocking ist noch, it's still alive. Also ich weiß, dass an der West Coast in den USA ganz viele Popper und Locker noch am Start sind. Da ist das ja Teil von diesem Gangkult teilweise, dass die auf diese Art kommunizieren. Und es gibt meines Erachtens auf jeden Fall noch Disziplinen im Poplocking, auch bei Battles. Also werde ich mal auschecken am Samstag. Interessant, interessant. Also es gibt auch nur Leute, die Hieroglyphen lesen und schreiben können. Ja, meine aber Lehrer zum Beispiel, die konnten auch meine Hieroglyphen lesen. Keras One. Nee, ganz kurz meine Vorgeschichte mit dir oder mit euch. Ich habe dich, Armin, das erste Mal in echt, for real, gesehen, das war im Rahmen des D-Festivals in einem sonst Musikgeschäft, was da im Rahmen des Festivals umgebaut wurde, in der Nähe vom Albertplatz zu so einem, ich nenne es mal Workshop- und Seminarraum. Und da hast du 2018 im Oktober ausschweifende, nicht endende Reden, Vorträge gehalten über die Geschichte von Hip-Hop. Genau. Und ich saß so undercover im Publikum und dachte, aha, okay, ja, ja. Du hast die Knowledge-Bombe gedroppt, weil du beim Mindmapping nämlich Zulu Nation gesagt hast, das weiß ich noch, das war dein Input. Oh, wow. Genau, genau. Das ist ja witzig. Und danach gab es so eine ausufernde Freestyle-Runde, wo Flesch gerappt hat wie ein junger Gott. Und das war so ein bisschen der Einstieg, wo ich dachte, okay, das ist also auch Dresden. Ich war noch relativ frisch in der Stadt und dachte, ich werde mal jetzt keine Initiative weiter ergreifen. Die Wege werden sich sowieso automatisch kreuzen in so einer kleinen Stadt. Und so ist es dann geschehen. Und irgendwann schlug Armin hier eben bei Coloradio auf und übernahm den Sendeplatz von Daniel von Rap'n'Roll. Und Flesch war mit dabei im Paket und jetzt habe ich euch wieder hier, wegen des Albums, ne? Und das Ding ist, eigentlich ist das ja nichts Ungewöhnliches für euch, habe ich so den Eindruck, so Sachen zu releasen, rauszuhauen. Was ist jetzt das Besondere an... Das Besondere ist, dass es rauskommt. Es kommt raus, wow. Also, ich würde dir bedingt zustimmen, dass es nichts Ungewöhnliches ist, aber es ist so, Rapper reden ja mehr darüber, dass sie was rausbringen und dann arbeiten sie ganz lange dran und dann wird hier und da noch was gemacht so und ich würde mal den Soße dazu antworten lassen, weil der hat da nämlich, der hat immer einen mir sehr einprägsamen Satz gesagt, immer wenn ich von anderen Projekten anfing zu reden, hat er gemeint, aber wir haben doch noch so viel zu tun oder es muss noch so viel erledigt werden. Genau. Ja, es ist, wie du schon sagst, es ist oft so, dass viele sehr ambitionierte Pläne haben oder gerne Dinge planen und anfangen, Projekte zu starten, aber es geht am Ende viel darum, sowas durchzuhalten und zu Ende zu bringen, glaube ich. Und da, ja, muss man einfach ein bisschen hinterher sein, manchmal ein bisschen Druck machen vielleicht. Aber ganz sanften Druck. Ganz sanften Druck. Zum Thema Druck ist vielleicht der Mann in unserer Mitte auskunftsfähig. Als Drücker oder als Gedrückter? Das Album wird, sowas gab's noch nie. Das wird alle Grenzen der Welt sprengen. Noch nie hat jemand so über Beats gerappt, wie die Leute, die auf dem Album über Beats rappen. Und da sind viele vorhanden. Das klingt so, als würden die alle rückwärts rappen. Ja, das unter anderem auch. Das haben wir den einen. Wir hatten auch das Feature von dem einen, der vorwärts rappen wollte, aber sowas machen wir eigentlich nicht. Das war uns zu unkonventionell. Ja, das ist auch. Und wir sind ja auch so klassisch orientiert mit der Musik auf der Platte, dass das auch. Es ist nicht rückwärts gewandt, aber eben rückwärts gespielt. Das ist richtig. Also man muss die Platte rückwärts einlegen und rückwärts spielen. Deswegen hoffen wir auch auf eine Rezension in der Backspin, aber da müssen wir gucken, ob das klappt. Die Backspin, gibt's die noch? Ich glaube online zumindest, ja. Magazin im Printformat. Ich habe ja bei der Juice geguckt online und ich habe keine Ahnung, was das da für Leute sind. Ich habe juice.com eingegeben, ja, oder musste man .de eingeben? Das Printmagazin Juice. Ach so, ja. Nee, das gibt's nicht mehr. Wird dann eh nicht mehr gedruckt, oder? Das ist so hier meine Freundin und sowas und... Also, ich kann mich an Zeiten entsinnen, da war das so gelegentlich so eine Überlegung im Bahnhofskiosk, hole ich mir eine Juice, hole ich mir eine Backspin und meistens war die Entscheidung dagegen, ja. So eine Metal Hammer. Nee, auch nicht. Eine Geo. Aber nee, also irgendwie bin ich mit diesen Magazinen nie warm geworden. Aber es geht ja nicht um mich.
Armin, ich habe eine Frage. Ja, schieß los. Ich erlebe dich hier in der Stadt als jemanden, der sehr umtriebig, sehr connected ist, seine Fühler in alle Richtungen aussteckt, sehr aktiv ist in Phasen. Ja, Und du hast hier viel auf die Beine gestellt. Du rappst, du machst eine Hip-Hop-Sendung. Du bist ein Sprachrohr hier innerhalb von Dresden. Du scheinst auch gut polarisieren zu können. Es dreht sich in deiner Welt sehr viel um Rap, um Hip-Hop. Du läufst durch die Straßen im EPMD-T-Shirt. Ich habe es genau gesehen. Mhm. Jetzt Eric B. Rakim gerade übrigens. Ne? Ja. Don't sweat the technique. Beschwitzen Sie nicht die Technik. Genau. Das ist empfehlenswert. Nee, eigentlich ist es ja eher nicht die Schuld auf die Technik schieben, ne? Das ist ja so. Nee, aber auf den Typ, der drüber schwitzt. Ja, genau. Techniker war scheiße. Armin, jetzt kommt die Frage. Was bleibt von dir, wenn aller Rap-Hip-Hop-Zirkus ausgeschaltet ist? Was ist dann noch Armin? Ein sehr ambitionierter PlayStation 4-Zocker, der beruflich so irgendwas zwischen Projektmanagement und Pädagogik macht und auf Partys, wenn er eigentlich gar keine Lust hat, mit Leuten zu reden, anfängt, sich Wortwitze auszudenken. Aber das ist doch Hip-Hop. Wahrscheinlich schon, ja. Ach, dann machst du das immer. Ja, das ist das, dann mache ich das, ja. Also, na, nicht nur, wenn ich, also, ja. Ja, dann auch, genau. Nein, ich weiß nicht, ich habe das, tatsächlich ist Hip-Hop nicht so ein Ding, woran ich 24/7 denke. Es hat sich nur zufällig so ergeben in den letzten 3 Jahren, dass eben im Freundes- und Bekanntenkreis die meisten Menschen auch eben einen Hip-Hop-Bezug haben. Und die Schnittmengen, oder anders gesagt, es gibt mehr Bereiche in meinem Leben, die mit Hip-Hop zu tun haben oder nach Hip-Hop aussehen oder sich damit irgendwie vergleichen lassen, als es Teile gibt, die es nicht sind so. Also es ist sicherlich im Beruflichen immer noch weniger, aber auch da sind Sachen. Ich bin seit mein ganzes Berufsleben lang immer schon Quereinsteiger gewesen in allen Jobs und habe mir das meiste, was ich beruflich gemacht habe, selber beigebracht. Und diese Do-it-yourself-Attitude und so weiter, das ist ja für mich eben auch was ich mit Hip-Hop gut vereinbaren kann oder was zu den Werten gehört. Aber die Jungs zum Beispiel, also wir hängen halt auch mal ab. Wenn wir nicht gerade Mucke machen, so, das ist zum Glück auch dann häufiger mal wieder passiert, dass wir jetzt nicht nur immer in so einem Produktionsmodus waren. Und ja, ich würde schon sagen, dass wir auf jeden Fall, also mir stehen die beiden auf jeden Fall sehr nah. Und das ist natürlich ein super Vorteil, dass wir auch zusammen Musik machen können. Aber würden wir keine Musik zusammen machen, würden wir trotzdem abhängen. Dass wir die Musik jetzt gemacht haben, ist, denke ich, mal eine Kombination so aus zweierlei Sachen. Einmal, weil wir uns über die Musik kennengelernt haben und dann eben einen kurzen Draht zueinander hatten, um das auch möglich zu machen. Sosa hat das ja gerade schon gesagt, man muss am Ball bleiben, man muss es auch durchhalten. Und wir hatten auf jeden Fall auch Phasen, da war es anstrengend, sage ich mal. Und da haben wir auch mal gedrückt. Also ich bin natürlich ein Drücker im Sinne von, ich umarme dann auch gerne. Aber manchmal manchmal muss ich dann auch mehr drücken und manchmal mache ich das auch nicht unbedingt gut. Manchmal bin ich dann auch ein bisschen grob. Und da muss man dann auch erstmal gucken, wie geht man damit um. Und das ist für mich auf jeden Fall auch ein Lernprozess gewesen. Und ich denke mal für uns alle auch nochmal ein Zeitraum, in dem wir uns auch zwischenmenschlich nochmal anders kennengelernt haben, weil wir eben gesehen haben, okay, wir wissen, wie der andere unter Stress funktioniert, aber wenn es darauf ankommt, dass wir miteinander diesen Stress haben, wie funktioniert denn das? Geht das gegen den Baum oder kann das funktionieren? Entspannt das sich zwischendurch auch nochmal? Und da gab es zumindest für mich auf jeden Fall viel zu lernen. Also ihr seid nicht nur Homies, sondern auch Freunde geworden? Ja, ich denke, also ich für meinen Teil hoffe, dass wir das schon vorher waren und auch noch geblieben sind. Und ich habe aber da eigentlich ein gutes Gefühl, weil ich habe auch schon Plattenproduktionen gehabt, da konnte ich die Kollegen danach dann auch erstmal eine Weile nicht mehr sehen und jetzt wie nach dem Urlaub. Jetzt sind wir, Flech guckt mich gerade so skeptisch an. Aber was bleibt bei euch beiden, wenn der ganze Mucke, Hip-Hop, Rap-Kram von euch abfällt? Was bleibt übrig? Ich weiß gar nicht, ob das so komplett irgendwie abfallen kann. Du hast gemeint, du denkst nie den ganzen Tag an Hip-Hop, aber du musst auch nie den ganzen Tag dran denken, wenn du Hip-Hop bist, wahrscheinlich. Das yes. Ist so ein bisschen, und was du auch meintest mit dem Beruflichen und so weiter, das ist deine Herangehensweise ist halt wahrscheinlich eine andere. Es gibt diesen Satz mit Falk Schacht, wenn Falk Schacht sich ein Brot schmiert, dann ist es ein Hip-Hop-Brot sozusagen. So sehe ich das ein bisschen. Aber wenn ich gerade keinen Hip-Hop mache, dann gehe ich ganz normal arbeiten wahrscheinlich oder bin beim Sport. Es gibt schon Falk Schacht-Witze.
Als Ablösung von Chuck Norris Witzen? Nicht ein Witz, es ist irgend so ein Spruch, der irgendwo mal gefallen ist. War das der Typ mit hier Bunker Royal? Nee, das war Markus Steiger. Genau. Steiger ist der Typ, der hochklettert immer auf so gefährliche. Ja, der Industriekletterer. Falk Schacht macht sowas nicht, der ist so eher... Nein, Falk Schacht war der Mix Free Raw zuletzt als Internetsendung moderiert hat und früher Viva Supreme. Ach so, ja, ich kenne bloß das eine, was hier MC René gedroppt hat, als er gesagt hat, irgendwie der Schlaftabletten-Falk oder so. Flesch, was bleibt von dir übrig, wenn Hip-Hop nicht präsent in deinem Leben ist? Naja, gibt ja noch so Trip-Hop und Reggae. Also ich kann nur andere Mucke machen. Und ganz viel Jazz. Ja, Jazz ist so kompliziert. Ich kann vielleicht so Arpeggios coden mit so aber so den Real Shit kann ich nicht machen. Aber Fleisch ist Jazz. Also er weiß es nur noch nicht. Er ist All That Jazz sozusagen. Stetsasonic. Mr. Blue Note. Wegen Blow. Jetzt haben wir schon eine Viertelstunde Fleisch Davis Talkradio gemacht. Und ich mag immer diese Fleischnamen nicht, Mann. Ich finde die irgendwie so gässig. Ihr könnt euch jetzt, und die Chance wird es nie wieder geben, von eurem eigenen Album Musik wünschen. Heute die einzige Chance. Welches Lied wünscht ihr euch? Also wir haben bloß einen Track. Oder der Rest ist so Schaffel. Ja, ich würde mal sagen, wenn wir jetzt so in diesem Format bleiben, dann schaffen wir es auf etwa 3 Tracks. Na das ist ja super. Na, dann würde ich sagen, dann spielen wir einfach den Favorite-Track von jedem hier in der Runde, oder? Ja. Fleisch, was ist dein Lieblingssong von der Platte? Ich nehme einfach. Ja? Das Witzige ist, dass genau just in diesem Augenblick mein Mauszeiger auf einfach auch zeigte. Ja, das habe ich gemacht. Das hast du sehr gut gemacht. Soll ich die Mikros anlassen und ihr könnt das kommentieren? Ist das ein Format? Ich würde sagen, wir können ja danach noch was zu dem Song. Ja, wir können danach was erzählen. Das kommentieren. Weil das ist tatsächlich der älteste Track in jeglicher Beschreibung von der Platte. Ich hätte gern Fleisch und Soße auf der Bühne. Mein linkes und mein rechtes Mic ist frei. Fleisch, kriegen wir das hin? Fleisch, willst du von dort rappen vielleicht? Immer der beste neue Text wird für die Cypher geschrieben. Daran scheitern so viele, während ich begeister und siege. Die meisten der Nieten übertreiben bei vielem. Doch einer allein, die nun allen als ein Beispiel für Realness. Ich bin hungrig, lass den Fleischspieß rotieren. Games up, steppen ist kein Zeitspiel, ihr Bitches. Selbstfindungsphase, wenn die Eltern nicht da sind. Weil Typen wie du weder Gangster und leider nicht lieb sind. Peilst du nun das, oder sind dir die Zeilen zu krass? Und den Hypebeast anscheinend nur einfach zu schwierig. Ich weiß es nicht wirklich, keinerlei Kritik, keinerlei Feedback. Weißleins wie diese, life is a bitch, doch meins ist ne Ziege. Denn immer wenn ich Bock hab, dann blockt sie den Cock hart. Ich geb alles was ich habe, doch gerade ist in meinen Taschen gar nichts. Schade, es reicht für nen Viereck. Einfach Rap wie er klingen muss, deine Ads sind wie Tinnitus. Deine Texte sind ziemlich doof, Pillenkoks, bisschen dope, wir chillen bloß. Du sind high wie der Meeresspiegel, weil ihr das Klischee bedient wird. Einfach Rap wie er klingen muss, deine Ads sind wie Tinnitus. Deine Texte sind ziemlich doof, Pillenkoks, bisschen dope, wir chillen bloß. Du sind high. Entschuldigung, du bist der King auf der Bühne, wenn du die Kapsel und greift die Engineers schicken Grüße. Ja, warum machst du den Scheiß? Es tut mir leid, dass ich die Klappautotunes nicht kühlen kann. Daft Punk hat gesagt, der Autotune nimmt überhand. Die Eltern zahlen die Raten für die Pop-Akademie. Den Rest der Kohle haust du auf den Kopf für Schnaps und Weed. Das Skippen durch Pre-Test schimpft sich bei dir Sounddesign. Dass wir besser hier den Cut machen. Du bist der letzte Mensch, der AirPods gut heißt und an Apple festhält wie Walter White an Blue Sky. Ein Update für den Kick und dein MacBook hängt im Bootloop. Ab in den Apple Store. Pathetische, du kannst es schaffen, glaub an dich, Hymnen mit tausenden Nymphen im Clip. Lass mich lauter zwar künstler, nur wegen dir dreht die J-Diller im Grab um. Ich bin fertig wie Ferris und du hart um an jedem Datum. Einfach Rap wie er klingen muss, deine Ads sind wie Tinnitus. Deine Texte sind ziemlich doof, Pillenkoks, bisschen doof, wir chillen bloß. Du sind high wie der Meeresspiegel, weil jedes Klischee bedient wird. Einfach Rap wie er klingen muss, deine Ads sind wie Tinnitus. Deine Texte sind ziemlich doof, Pillenkoks, bisschen doof, wir chillen bloß. Du sind high wie der Meeresspiegel, weil jedes Klischee bedient wird. Wurde hier in Miller Fresh, fahrt mal nicht in Ohnmacht, weil wir haben noch einen am Start, ich kicke den Indiana Jonas. Der Volksmund sagt, über Geld spricht man nicht. Doch worüber sollst du rappen, wenn dir sonst nichts wichtig ist? Es ist Big Business, doch du wohnst noch in deinem Elternhaus. Und alles was du hast, hast du dir von Papas Geld gekauft. Die Blue Jeans von Gucci, der Pulli, Colucci.
und alles wird bezahlt mit den Fuffis von Mutti. Ich hab auf Fashion Talk leider keinen Bock, Trottel. Das ist kein Deutschrap, das ist Deutschraps Next Topmodel. Du hast wirklich brav zwei Strophen gekickt. Ich hab heute leider trotzdem kein Foto für dich. Ich bin ohnehin nicht gewillt, die Ohren zu spitzen. Wenn Rapper live auf der Bühne nur ein paar Worte mit Spitzen. Mareike Amador, wär stolz auf dich, drei Käse hoch. Denn statt Live-Rap gibt's bei dir nur Mini-Playback-Show. Doch das ist ebenso bei dir und deiner Lappen-Crew. 2021 halten Rapper noch die Kapsel zu. Einfach Rap, wie er klingen muss. Deine Ads sind wie Tinnitus. Deine Texte sind ziemlich doof. Pillenkoks, bisschen dope, wir chillen bloß. Wir sind high wie der Meeresspiegel, weil jedes Klischee bedient wird. Einfach Rap, wie er klingen muss. Deine Ads sind wie Tinnitus. Deine Texte sind ziemlich doof. Pillenkoks, bisschen dope, wir chillen bloß. Wir sind high wie der Meeresspiegel, weil jedes Klischee bedient wird. Einfach Rap, wie er klingen muss. Deine Ads sind wie Tinnitus. Deine Texte sind ziemlich doof. Pillenkoks, bisschen dope, wir chillen bloß. Wir sind high wie der Meeresspiegel, weil jedes Klischee bedient wird. Einfach Rap, wie er klingen muss. Deine Ads sind wie Tinnitus. Deine Texte sind ziemlich doof. Pillenkoks, bisschen dope, wir chillen bloß. Wir sind high wie der Meeresspiegel, weil jedes Klischee bedient wird. Okay. Der nächste Song da reingefadet. Warte mal. Das ist doch Battle Rap. Du hattest doch heute Nachmittag, als wir telefoniert haben, gesagt, dass es kein Battle Rap Album ist. Genau, das ist kein Battle Rap Album, aber das ist doch kein Battle Rap Song. Das ist doch kein Battle Rap. Battle Rap ist doch. Also, Battle Rap wäre ja, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin gut, weil du schlecht bist. Oder ich bin besser aufgrund deiner Unzulänglichkeiten. Und das, was wir machen, ist ja, oder was bei uns in den Texten passiert, ist, dass wir uns ab, also du könntest jetzt sagen, dass Underground-Rap, der sich vom Mainstream-Rap abgrenzt, Battle-Rap ist. Aber das würde ich bezweifeln, weil wir ja mittlerweile schon diese ganzen Contests haben, diese A Cappella und On-Beat-Battles, wo es ja wirklich darum geht, einen konkreten Gegner oder ein, ich sag mal, konkretes Gegnerbild auseinanderzunehmen. Und dafür ist das vielleicht einfach zu einfach, was wir machen. Na, es ist ja schon ein bisschen so, sich die Taschen vollhauen, ne? Also dieser Track war ja schon so ein bisschen in die Richtung. Ja, wir hauen, ja. Aber auf halt eine ehrliche Art und Weise. Also ich würde denken, dass niemand anzweifeln würde, dass Soße tatsächlich keinen Bock auf Halbplayback rappende Rapper hat oder dass Fleisch tatsächlich nicht irgendwie einem das Raucherbein abschneiden würde, wenn er die Möglichkeit dazu hat. Ich meine, und das ist ganz schön Gangster eigentlich. Naja, wenn es medizinisch notwendig ist, müsste man es machen, aber ich krieg's halt nicht hin. Ich würde ja halt auch umklappen. Ich bräuchte halt jemanden, der so Ahnung hat vom Beinabschneiden. Du guckst nie hin. Ja, weil wir sind keine Hals, sondern Beinabschneider. Das muss man halt auch wissen. Makabrerweise war das im Zivilzwangsdienst meine Aufgabe, die abgeschnittenen Raucherbeine in den Raum zu bringen, wo die dann gelagert wurden aus dem OP. Die wurden gelagert? Ja. Na, leck. Ja. Na, bis zur Entsorgung. Also die werden erst in so Brandwundverbandtücher eingewickelt. Dann kommt nochmal eine Plastiktüte drumrum, mit Klebeband zugeklebt, nochmal eine Plastiktüte drumrum. Und dann kommt der Zivi, zack, kriegt es in die Hand und in Raum 03. Da wärst du eigentlich ein guter Kandidat für ein Vorsicht-Wortspiel-Feature gewesen. Ich könnte jetzt die restliche Sendung mit dem Gespräch führen. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Vorhin ist ein Wort gefallen. Das hat mich so ein bisschen aufhorchen lassen, und zwar waren es so Werte oder Grundwerte. Das fand ich spannend und interessant, weil ich es selber nicht so richtig für mich greifen kann, was das jetzt für eure Rap-Generation ist. Was sind die Sachen, auf die ihr euch besinnt, die euch am wichtigsten sind? Ich will einfach mal so die Runde rumgehen. Armin, mit dir angefangen. Was ist dir heute wichtig? Mir ist wichtig, dass ich Spaß habe mit Hip-Hop oder also mit Rap im Speziellen, dass ich das mit jemandem oder mit Leuten zusammen machen kann, dass wir am Ende uns freuen, wenn wir gemeinsam was geschaffen haben und dass man sich im Zuge dessen nicht streitet. Und wenn du das nimmst und übersetzt das alles ins Englische, dann ist das Peace, Love, Unity, Having Fun. Und damit sind wir wieder bei den Urwurzeln, und das ist zumindest auch mein persönlicher Wertekatalog, nach dem ich lebe, so, auch wenn ich mir nicht immer wieder ins Gedächtnis rufe, aber ist das schon, sind das diese vier grundlegenden Dinge, die für mich zählen, wenn ich mich mit Hip-Hop oder Rap-Musik beschäftige. Und ohne?
ohne Hip-Hop und Rap-Musik sind das auch die Werte, weil letztendlich man ja trotzdem sich immer gut fühlen will, wenn man irgendwie socialized, sag ich mal, ne? Natürlich will man auch für Leute da sein, wenn es denen schlecht geht, aber das ist ja wiederum auch Unity. Also ich würde sagen, dieser Katalog entspricht meines Erachtens sowieso eigentlich einer Idealform eines gesellschaftlichen Zusammenlebens. Ist es halt einfach, wirkt dadurch vielleicht abgedroschen, weil er eben im Zuge einer damals noch als Jugendkultur betitelten, eines Hip-Hop-Movements sozusagen artikuliert worden ist, aber letztendlich glaube ich, das taugt uns allen ganz gut, wenn wir sagen, ey, wir machen das, worauf wir Bock haben, machen das friedlich miteinander, schauen, dass wir Spaß haben und bauen eine Gemeinschaft daraus. So ist er auch, Peace, Love, Unity? Immer, klar. Nee, aber jetzt mal ernsthaft, was ist dir wichtig? Auf Rap bezogen? Oder auf dich bezogen? Auf mich? Das ist ja eine sehr, sehr groß gestellte Frage, das überfordert mich fast ein bisschen. Aber total okay. Da will ich hin. Also was mir so generell immer wichtig ist, dass ich Leute und genauso wiederum auch Leute mich so behandeln, dass es halt für beide cool ist sozusagen. Das ist so was mir ziemlich wichtig ist sozusagen. Also ganz dieses Credo, du sollst halt niemandem was tun, was dir nie selber widerfahren soll sozusagen, solche Sachen. Und das bedeutet aber nicht, dass sozusagen ich cool bin, dass jeder machen kann, was er will, weil es gibt ja immer auch ein paar Grenzen, in denen sich wahrscheinlich alles bewegen sollte. Da wird es aber schwierig, wo man Grenzen zieht, aber ja, generell ist mir Gerechtigkeit, glaube ich, ziemlich wichtig und so eine Art Inklusion, dass es immer cool ist, wenn jeder irgendwie teilhaben kann an, ganz allgemein gesprochen, an Dingen, die halt passieren. Und gibt es so Augenblicke in der Szene, in der du dich bewegst, wo du darüber stolperst, dass das irgendwie so nicht konform geht mit dem, was dir wichtig ist? In der Szene? Ja. Naja, es gibt ja viele Diskussionen darüber, was man in Texten manchmal passiert, was jetzt Rap zum Beispiel angeht. Ich finde aber, dass man nicht immer direkt schließen kann von einem geschriebenen oder vorgetragenen Text auf den Menschen dahinter sozusagen. Das macht dann halt ein großes Fass auf mit, zum Beispiel der ganzen Sexismus im Rap-Debatte, weil es halt viele Leute gibt, die sich auch hinstellen und sagen, okay, das und das darf man auf keinen Fall sagen sozusagen, und die gehen davon aus, dass die Leute, die das rappen, das wirklich so meinen, und das ist, glaube ich, seltenst der Fall. Wenn allerdings, dann ist es natürlich sehr uncool. Ja, das Problem ist ja, glaube ich, dass die Schulhöfe in Deutschland, die das hören, ganz oft davon ausgehen, dass das so gemeint ist, wie es gesagt wird. Ne? Das ist ja das, also wiederum, die Strahlkraft dessen, was man in der Öffentlichkeit das verbreitet. Wiederum ist, hängt, glaube ich, auch viel damit zusammen, dass die Zielgruppe von Rap heutzutage extrem jung ist und es deswegen schwierig ist, zu sagen, dass alle Leute, die das hören, verstehen, was da passiert oder was ernst gemeint ist und was nicht ernst gemeint ist sozusagen, weil die wahrscheinlich im Zweifel noch ein bisschen jung sind oder wenig Erfahrung haben, was sowas angeht. Und wenn man dann so sexistische Texte irgendwie für bare Münze gibt, dann sind wir, glaube ich, auf einem ganz schiefen Weg angekommen. Hm. Die Debatten sind ja auch nicht neu, wenn man es bezieht auf andere Sub- und Jugendkulturen. Flesch, wo bist du? Was ist dir wichtig heute insgesamt? In allem. Für dich? Für mich? Insgesamt. Die Miete muss drin sein, das ist wichtig. Ich brauche ein Dach über dem Kopf. Ich brauche auf alle Fälle Ruhe, das ist ganz wichtig. Ich mag keinen lauten Scheiß. Sonst ist mir vieles wichtig. Ich weiß halt nicht, ob es das Existenzielle ist, was so mich am Leben hält, oder keine Ahnung. Also das Allerwichtigste: Sauerstoff, und danach kommt Essen. Ja, vielleicht. Und an Grundwerten. Also was sind deine Werte? Wofür Der wichtigste stehst du ein? Wert. Ja. Boah. Ist auch schwierig, weil man braucht ja irgendwie auch alle, dass das funktioniert. Ne? Aber das, was ich am meisten schätze, ist Authentizität. Das ist auch bei der Mucke meistens das, was ich am ehesten schätze. Und ich glaube, das kann man nur überall finden, bei einer ganzen Menge Material. Also wenn ich Mucke höre, dann checke ich das immer irgendwie, das Authentische dahinter.
Was mich stört ist, wenn es irgendwie zum Beispiel, wenn jemand was macht und es klingt so, als wäre es durch viele Hände gereicht worden und es klingt nicht eigen. Und ich bin halt auch sehr besessen davon, dass wenn ich zu anderen Artists irgendwie mal vielleicht doch mal reingucken kann, dass, da gucke ich immer so, ah, wie viel macht er jetzt selber? Hat er wirklich Ahnung von dem, was er tut? Weiß er, was er macht? Wie viel liegt ihm wirklich an Herzen? So, ich mag das nicht, wenn ein Artist sich irgendwie hinsetzt und sagt, ich gebe alles für die Mucke und wenn ich ihn dann treffe, na, dann kifft er und guckt Netflix und nimmt hin und wieder mal einen Track auf und sage ich so, alles für die Mucke geben ist ein bisschen mehr, glaube ich, irgendwie. Und das, glaube ich, das schätze ich am ehesten. Aber ob das jetzt wirklich so das Schätzen ist oder eher mehr so eine, naja, so ein vielleicht auch ein Wahn, dem man selber folgt, weil man so getrimmt drauf ist, das möchte ich auch in Frage stellen. Aber ich finde, alles für die Musik zu geben, ist auch ziemlich wenig. Ja. Ne, mehr hat man ja nicht. Ja, dann ist ja Schluss. Dann ist Schluss. Ja. Und da sind wir dann wieder bei der Frage davor. Ne? Also was bleibt? Nicht jeder ist Bach, aber Bach hatte auch einen Background, wo er frei arbeiten konnte. Einer der größten Hip-Hopper-Jazzer überhaupt hier aus Sachsen, ja. Also, der ist taub geworden, oder? War das ja der taub war? Nee, es war Händel. Der ist erblindet. Warte mal, aber einer ist taub geworden, also mindestens einer. Aber Bach ist erblindet, weil er angeblich immer im Kerzenschein seine Notation gemacht hat. Das ist so, das Gerücht, das ist wissenschaftlich nicht haltbar. Aber Bach ist tatsächlich, muss ich ganz kurz mal sagen hier, einer meiner Lieblingsproduzenten ist Manny Fresh aus New Orleans und der hat zwischen, jetzt muss ich überlegen, 94 und 2003 so um die 40, 50 Alben für das Label Cash Money Records produziert und da ist ganz viel Bach drin zu hören. Da sind ganz viele heutzutage würde man es Loops nennen, Sachen, die er sich von Bach abgeguckt hat. Also deswegen fand ich diese Bach-Referenz gerade ziemlich cool. So. I'll be back. Ja, ich finde das auch einen sehr beeindruckenden Menschen und ich gucke auch öfter mal auf so Releases aus allen Musikbereichen, die so einen Bezug dazu haben. Brad Mehldau, Pianist aus Amiland, der auch so eigene Bach-Variationen gemacht hat, also im Stile von, aber adaptiert in der heutigen Zeit. Egal. Wir haben gerade ein Thema angeschnitten, was ich sehr spannend finde. Wenn man rappt, sich auf eine Bühne stellt oder Sachen in die Welt hinausschmeißt, übers Netz, als CD, Schallplatte, in welcher Form auch immer. Man erreicht im besten Fall damit Menschen, unter Umständen sogar sehr viele Menschen. Und ab dem Punkt hat man auch eine gewisse Verantwortung, ja, für das, was man sagt und nach außen trägt. Wir haben es gerade angeschnitten mit den Anspielungen auf die Deutschrap MeToo-Debatte. Was ist Armin, dein Verantwortungsbewusstsein gegenüber deines Publikums? Das ist eine extrem gute Frage, weil ich damit tatsächlich mich jetzt häufiger beschäftige, was mein altes Machwerk anbelangt, weil das trieft voller Klischees und voller Ismen auf jeden Fall. Heutzutage ist mein Anspruch ans Mucke machen, dass ich jeden Song, den ich mache, sowohl meiner Chefin wie auch meiner Mutter vorspielen könnte, ohne dass ich dabei rote Ohren kriege und ohne dass die mir im Kopf schütteln und sich fremdschämen würden für eine Aussage, die dort getroffen ist. Und selbst wenn es vielleicht mal also Wortsalven aus der vermeintlich untersten Schublade gibt, muss es auf einem, für mich zumindest auf einem Level sein, wo ich, wenn der Bedarf besteht, da gerne kurz eine Annotation machen kann, was erklären kann, aber ich will das auch gar nicht erklären müssen. Also der Anspruch ist, dass die Sachen für sich stehen können und auch die sollen Fragen beim Zuhörer hinterlassen, die aber nicht in die Richtung gehen, so, hat er das jetzt ernst gemeint, weil das provokant war, weil ich finde Provokation als Stilmittel super wack, um es mal so zu sagen. Und das, was ich als Verantwortung sehe, ist eben auch noch nicht mal bei einem großen Zuhörerkreis. Also ich übernehme die Verantwortung halt dadurch, dass ich schon, sage ich mal, auch durch die Tatsache, dass ich mit meinem Klarnamen eben rappe, jeder Zugang dazu bekommen kann heutzutage durch die digitalen Möglichkeiten, will ich auch, dass jeder der Zuhörer, inklusive meinem Neffen, ich meine, gut, der ist jetzt kein kleiner Junge mehr, wird 17 dieses Jahr, aber der hat auch schon vor 6, 7 Jahren Sachen von mir mitgerappt, für die ich mich heute zum Beispiel schämen würde, weil ich denke, das hätte der vielleicht gar nicht unbedingt hören sollen von mir oder zumindest nicht ohne Beipackzettel. Nee, und das ist einfach der Punkt, wo ich jetzt sage, ich muss da selber mit einem guten Gewissen einschlafen können und ich muss mich noch nicht mal zu irgendwie was zwingen oder irgendwie gucken, dass ich irgendwie sage, das ist zu krass, das ändere ich jetzt ab.
Das ist einfach auch die persönliche Entwicklung, die ich gemacht habe. Ich rappe so, wie ich in einem Gespräch, selbst wenn ich stark angetrunken sein sollte, auch reden würde. Und da gibt es vielleicht, werde ich auch mal ausfallen, auch wenn ich mal wütend bin, aber diese Wut versuche ich im Endeffekt nicht unbedingt jetzt auch auf die Musik zu tragen, sondern eher zu kanalisieren. Von daher mache ich mir da jetzt gar keine großen Gedanken, dass da irgendwelche Themen schwierig sein könnten. Zumindest nicht mehr in den letzten 2 Jahren. Fleisch und Soße, habt ihr eine Schere im Kopf? Jetzt physisch? Ist das so eine Metapher, die ich nicht... Gab es die früher so oder irgendwie so? Die Schere im Kopf, wo fängst du an... im Verantwortungsbewusstsein für dein Publikum oder für dich selbst auch, denn du musst ja auch hinter den Sachen stehen, die du nach außen trägst, dich selbst, deine Lyrik beschneidest. Ach, Selbstzensur, wenn ich das richtig verstehe, sowas. Wenn wir zusammensitzen, kann man das Zensur nennen? Du sagst immer, was nicht geht, dann sage ich, das geht und dann ein bisschen hin und her und hoffentlich kriege ich da meinen Kram durch. Also ich wusste immer, da wollte ich unbedingt Potis sagen und du hast gesagt so, das versteht da keiner, weißt du, keiner, was das ist? Und ich so, das ist scheiße, Mann. Aber da geht es ja nie darum, dass man irgendwas nie sagen kann oder sagen sollte oder wie auch immer. Da geht es einfach nur darum, dass es jeder verstehen kann, weil, wie gesagt, niemand weiß, was Potis sind. Aber doch, das ist von der 2Live-Crew oder so ein Song, der heißt, hey, we want some Potis. Für die Elektriker da draußen. Ja, ich weiß nicht, Sound of the Putties. Es ist beim Schreiben eher so, ich versuche halt Texte so zu schreiben, dass die halt so sind, wie ich bin. Und dann schneide ich ja nirgendwo mehr. Also im besten Fall. Im Hinterkopf, also wenn ich selber so Texte schreibe, denke ich mir immer so, oh Mensch, jetzt disse ich gerade in meiner Homies schon wieder irgendwie. Das kann ich vielleicht nicht machen irgendwie. Der fühlt sich angesprochen, aber ich muss ja irgendwann... Weil ich immer, wenn ich so Battle-Kram irgendwie mal so skribbel, dann disse ich eigentlich alle Angewohnheiten, die mir nicht gefallen. Vielleicht teilweise auch von mir, aber hauptsächlich von anderen. Macht jetzt die Leute auch nicht weniger wecker. Aber das ist ja, glaube ich, auch nicht das, worum es geht. Also ob du jetzt jemanden disst oder so, das ist ja deine eigene Entscheidung. Es geht ja um die Tatsache, dass du, ob du jetzt guckst, ob du eine Aussage triffst, die eventuell vermeintlich politisch unkorrekt sein könnte und dann dir denkst, scheiße ich jetzt in dem Moment. Den Begriff mag ich in dem Zusammenhang nicht so, ja, sondern eher so wirklich Verantwortung übernehmen für sich selbst und sein Publikum. So, ja. Ja, das wäre weniger problematisch, weniger aber politisch, ich denke mal, das Politische ist für mich zumindest die größte Schreibblockade. Also wenn ich das nicht so im Hinterkopf hätte, dann könnte ich vielleicht auch so freier schreiben. So, weil manchmal da denke ich so, ich würde gerne mal irgendwas Radikales schreiben, aber eigentlich will ich das nicht wirklich machen irgendwie. Ich würde jetzt nicht wirklich die Schule anzünden, aber wenn ich das jetzt rappe, dann denken die, ich will das machen. Ah, das ist nicht gut. Vielleicht schreibe ich das lieber nicht auf. Vielleicht mache ich so einen dummen Pop-Metapher-Song. Ah, habe ich auch keine Lust. Jetzt habe ich keinen Bock mehr zu schreiben und dann trinke ich Bier. Aber ich meine, ich würde nichts schreiben, was ich nie auch in einem Gespräch zu irgendjemand sagen würde, sozusagen. Vielleicht ist das schon die... Auch ein Gespräch nach 6 Bier, das wäre dann wieder ein anderes Gespräch. Naja, ich schreibe nie nach 6 Bier, das ist das Ding. Ja. Ich penne dann. Und im Publikum wissen auch nicht immer alle mit Metaphern und Vergleichen was anzufangen. Ich würde sagen, es ist 21.07 Uhr auf unserer Uhr und in der Wiederholung weiß ich nicht, um wie viel Uhr. Aber auf jeden Fall habt ihr jetzt nochmal zum zweiten Mal heute Abend die Chance, einen Track zu wählen von By Our Means Necessary. Ja, Soße, mach du mal. Dann nehme ich Wölfe und schicke ganz liebe Grüße raus an F32. Yay, yay. Okay. Dein Wunsch sei mir Befehl. Also eigentlich hätte man jetzt... Mensch, ist die Mensch ein Wolf. Diggi, lass dich fallen. Es tut mir wirklich leid, Mann. Es tut mir leid, Diggi. Aber nimm's mir nicht krumm, wenn ich's leugne. Doch wir machen oft auf hungrige Wölfe und benehmen uns trotzdem dumm wie ein Tölpel. Drücken mit immer wieder gleichen Drogen und Hilfsmitteln auf die Wunden ein Stöpsel, bis die Blutung mal stoppen will. Weil mich in Zukunft nicht schocken wird, geh ich gelassen in den Tag. Hab ich mal gesagt, hat da nicht geklappt. Panikanfall kam, Armin war am Arsch und blieb da auch für eine Weile. Der dufte Typ roch aus dem Maul auf nach Scheiße. Vom gestern besessen, ist bis ins Morgen zerdenkend. Hab ich mich selbst verdaut und dabei noch vor Sorgen zerfressen. Glaubt oft, dass sie die Worte nicht schätzen und konntest nicht checken, dass ich den Nonsens letztendlich zu viel an Konten und schenke. Ab morgen wird alles anders, weil ich den Jay auslass und den Pono gar nicht anmach. Das Purple löst sich nicht in Qualm,
Die Würfel sind noch nicht gefallen. Lass die Wölfe auf die Weide, schaff die Schafe in den Wald. Gebt uns Mike so eine Bühne und wir feiern den Verfall. Lass dich fallen. Lass dich fallen, lass dich fallen. Tja. Lass die Wölfe auf die Weide, schaff die Schafe in den Wald. Gebt uns Mike so eine Bühne und wir feiern den Verfall. Lass dich fallen. Lass dich fallen, lass dich fallen. Ich bin gut Info, nehme mich zurückzunehmen. Du scheiterst die Kunst, doch erpressen wie eine Sucht. Mit Mitte 20 fühl ich mich, als wär die Hälfte schon fast rum. Hab viel gelebt, aber guck, nur überleben war der Punkt. Regeln kenn ich schon genug, sie zu pressen war wie Sport. Wo kein Halt es gibt und dann hat er keinen Grund, doch ich versuch's. Stache Löcher in die Luft, bis sich der Dunstkreis wieder schließt. Die Vernunft ist wieder trüb, trägt die Kunst dann daraus Früchte. Läuft dann alles wie es muss. Heute ballern wir uns zu, morgen ballern wir dich tot. Schmutz in das gottverfluchte Mike, der Shit in meinem Kopf ist zu verzweigt. Ich suche noch immer nach dem Drive, doch alles cool. Alter, gib doch einfach zu, sowas hast du noch nie gehört. Sowas fällt dir bestimmt nicht ein. Ich starr seit Stunden durch den Tunnel auf den Schirm und verliere mich, um ein Stück von mir zu finden. Was tust du? Lass die Wölfe auf die Weide, schaff die Schafe in den Wald. Gebt uns Mike so eine Bühne und wir feiern den Verfall. Lass dich fallen. Lass dich fallen, lass dich fallen. Tja. Lass die Wölfe auf die Weide, schaff die Schafe in den Wald. Gebt uns Mike so eine Bühne und wir feiern den Verfall. Lass dich fallen. Lass dich fallen, lass dich fallen. Lass dich fallen, ja. Lass mich fallen in ein Fass ohne Boden, ich hab Hunger, das Salz in der Soße. Ich bin unterzuckert, yo, die Bestie wird zur Diva, wenn sie heute nix zu reißen findet. Doch bei der Jagd traf sie statt auf Beute nur noch Gleichgesinnte. Lenz Armin Koma, schwarze Lungen, starker Tobak. Ich wurd nie satt, denn hast den Rand nicht mit vom Dunkin' Donut. Doch Schluss mit Mäkeln, heb den Drang aus und vergrab die Ohnmacht. Mutterseelen allein mit dem Spaten im Wald und lach den Mond an. Schütze dein Jahresvorrat, sie drängt durch, der Hamster bonert. Dich zum Mitarbeiter des Monats, Krähen überfallen den Strohmann. Die Welt geht vor die Hunde und wie weit mein Rudel gehen soll, weiß nicht mal der Fuchs, denn er liegt um den Hals von Gudrun Petzold. Und wie der Hase läuft, kein Plan, ich dachte der Hase hoppelt. Doch hier liegt er nur im Pfeffer, Dresden Rap, ich knack an Knochen. Weitaus mehr Böcke als nur Reste zu zerficken. Bin ein Faultier, doch wenn es um Rap geht, fletsch ich noch die Dritten. Lass die Wölfe auf die Weide, schaff die Schafe in den Wald. Gebt uns Mike so eine Bühne und wir feiern den Verfall. Lass dich fallen. Lass dich fallen, lass dich fallen. Tja. Lass die Wölfe auf die Weide, schaff die Schafe in den Wald. Gebt uns Mike so eine Bühne und wir feiern den Verfall. Lass dich fallen. Lass dich fallen, lass dich fallen. Ja. Lass die Wölfe auf die Weide, schaff die Schafe in den Wald. Gebt uns Mike so eine Bühne und wir feiern den Verfall. Lass dich fallen. Lass dich fallen, lass dich fallen. Lass dich fallen, lass dich fallen. Stimmung. Ich geh mal raus hier an der Stelle. Was ist das für ein Track vom Genre her? Ist das ein Party-Track? Das klang nicht wie... Nee, Party-Tracks haben wir auf der Platte nicht drauf. Wenn, dann wäre am ehesten wäre einfach noch ein Party-Track. Ja, also das Ding ist, ich weiß gar nicht, inwiefern man das jetzt etikettieren kann oder welche Etiketten dafür zugreifen würden. Bei Discogs könnte man jetzt eingeben Boom-Bap oder Hardcore-Rap, insofern man eben sagt, dass Hardcore-Rap dann ist, wenn jemand einfach ganz unverblümt über sein Innenleben rappt. Und über den Song hatten wir vorhin am Telefon uns gesprochen, also Jens und ich. Und da habe ich ja auch gesagt, dass das inhaltlich da eben in diese Richtung geht, so dass wir drei, also Lance, El Koma, für mich zwei der talentiertesten MCs überhaupt, nicht nur dresdenweit, eben sagen oder den Anspruch erheben, dass wir Wölfe sind. Wölfe haben eben ein gewisses Bild, was sie mitbringen. Es gibt den sogenannten Leitwolf. Der Wolf ist eine Bedrohung für die Schafe. Und jetzt wollen wir gar nicht in so einen Querdenker-Kontext gehen, aber wir heben uns sozusagen von der Masse ab, indem wir eigene Entscheidungen treffen und einen gefährlichen Lebenswandel haben. Und der ist jetzt aber nicht der eines Gangsters, sondern der ist in meinem Fall einfach der, dass ich mich zu sehr von emotionalen Dingen ablenken lasse, oft unkonzentriert bin, oft nicht fertig werde mit etwas, davon handelt meine Strophe. Und bei Lance sagt er, also Lance hat ja eine ganz prägnante Zeile, da könnte man ihm auch Gangster-Rap unterstellen, da rappt er: heute ballern wir uns zu, morgen ballern wir dich tot.
Na, meint er natürlich nicht, dass jemand abknallt, sondern es bezieht sich eher auf dieses so Zuballern, ne? Also Drogenkonsum, und das soll das aber auch nicht verherrlichen, sondern im Endeffekt eher abschrecken, weil er ja davor auch sagt, er ist Mitte 20 und fühlt sich, als wäre die Hälfte seines Lebens schon rum, weil er nur überlebt hat bisher. Und das Ding ist, eigentlich ist trieft dieser Song von ziemlich viel Schwere und ziemlich viel Depressionen, die da durchgehen, weil ich sag ja auch am Anfang, nimm's mir nicht krumm, wenn ich's leugne, denn wir machen oft auf hungrige Wölfe, doch benehmen uns dumm wie ein Tölpel. Also der Dorftölpel und keine Ahnung, also es ist wirklich einfach das Ding, dass wir, es gibt das, was wir sein wollen, und es gibt das, was wir tatsächlich sind, und wir erkennen den Widerspruch darin, und trotzdem versuchen wir natürlich, dieses Level zu erreichen, und davon handelt der Track. Das ist weder Party-Rap noch Battle-Rap noch sonst was. Ich würde einfach sagen, das ist Also ich würde sagen, das Ding ist insofern ein Party-Track, weil der halt zeigt, oder mit der Hook sozusagen zeigt, dass du dich trotz deiner Fehler und auch Abgründe und was auch immer trotzdem feiern kannst, natürlich, dich selber. Na, das ist so ein Anker zum Gospel, ne? Da funktioniert das ja auch so, dass im Refrain so Stimmung ist, juhu, Jesus, unser Savior, haha. Und dann die Strophen aber doch sehr ans Eingemachte gehen, auch depressive bis aggressive Grundzüge haben, so, ne? Das ist ja auch was ich auch in die Rockmusik und in den Rap auch verlagert hat mitunter, ne? Also, na, das ist ja im Rap ist das in den letzten Jahren, hat das, glaube ich, zugenommen, dass gerade junge MCs sich viel mehr mit ihrem inneren Dämonen auseinandersetzen. Also es geht eigentlich weg von diesem, ey, schau, ich bin der Tollste, der Coolste, und ich habe mega die krassen flying Klamotten und übelst viel Bling Bling, sondern schon diese ganzen, also ich meine, wir haben eine Reihe an Rappern in den USA auch, die an Drogenkonsum, Überdosen dann leider verstorben sind, die aber auch dafür eigentlich, sag ich mal, ihre Duftnote hinterlassen haben, dass sie, ich sag's mal, diesen depressiven Rap gemacht haben. Und da zählt halt jetzt nicht nur ein Lil Peep dazu, der Cloud-Rap gemacht hat, sondern eben auch Mac Miller, der ein viel größeres Feld musikalisch von Boom-Bap bis hin zu Akustik-Rap eben bedient hat. So, und ich glaube, Lance und El Coma sind für mich, für diese Generation an MCs, so ein bisschen auch Vorreiter und vielleicht sogar auch Vorbilder für andere MCs eventuell. Zoomen wir mal ein bisschen näher ran an Dresden, ein bisschen weiter weg von Amiland. Bettet sich das Album insgesamt, also jetzt nicht nur der Track, den wir gerade gehört haben mit den Wölfen, ein in die übersichtliche Rap-Szene von Dresden, oder sticht es da in irgendeiner Form raus? Ist das repräsentativ für Dresden-Rap? Gibt ja auch so eine Spotify-Dresden-Rap-Liste, wie heißt man das? Playlist, ja. Repräsentiert das Dresden oder ist es was anderes? Also ich finde, dass ich weiß nicht, ob man jetzt sagen sollte, das repräsentiert irgendwie Dresden, aber weil du es zum Beispiel auch angesprochen hast mit dieser Playlist und so, diese Playlist, die nur Sachen aus Dresden da drin hat, die ist schon so breit gefächert, dass einfach, du kannst halt nie sagen, Dresden steht jetzt für den und den Sound oder für den und den Rap irgendwie. Selbst in Dresden gibt es schon alles. So, da werden ein Haufen Schubladen aufgemacht und bedient. Von daher würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, das repräsentiert irgendwie Dresden. Das repräsentiert eher das, wofür wir halt stehen, was unsere Präferenzen angeht, textlich, beatmäßig und so weiter. Ich würde sagen, also alles ist tatsächlich zurückzuführen auch auf die Veränderbars, die ich 2018 mit dem Kane in der Veränderbar gestartet habe, weil jeder MC, der auf der Platte rappt, jede Sängerin, die singt, ist in dem Fall nur eine Divana. Und auch die Tatsache, dass wir das überhaupt zu dritt gemacht haben, dass wir uns überhaupt so kennengelernt haben, ist darauf zurückzuführen. Und dass das damals funktioniert hat, dass man einfach gesagt hat, wir machen jetzt eine Veranstaltung, kein Eintritt, Open Mic, ein bisschen Konzerte hier und da. Jemand wie Flesche auch eine ganze Weile für uns die tragende Säule war, weil er dort die Tontechnik gemacht hat. Soße selber dort nicht nur gerappt hat, sondern eben auch ein Beatset gemacht hat. Flesche und Soße damals Album-Release gefeiert haben bei einer Veränderbars. Dadurch hat sich natürlich vieles herauskristallisiert, sind viele Verknüpfungen zustande gekommen, und das ist so, dass ich natürlich als der Veranstalter immer noch mal, sage ich mal, ein größeres Netzwerk vielleicht hatte, und das
angezapft habe an einem bestimmten Punkt, weil ich dachte, okay, ich habe jetzt hier super viele geile Beats vom Soße, ich habe hier ganz viele Track-Ideen, ich habe aber irgendwie Bock, auch Features zu machen, weil das war früher nie so mein Ding. Und jetzt ist es aber so, dass ich viele super krasse, talentierte MCs kennengelernt habe, mit denen ich gern arbeiten will. Und ich würde sagen, dieses Album repräsentiert weder Dresden Rap als solches, noch Dresden Rap, wie er jetzt ist, weil er, wie Soße schon sagt, viel zu breit gefächert ist. Aber es repräsentiert meines Erachtens das Gefühl, was ich hatte und was wir vielleicht alle irgendwann hatten während dieser Veränderbars, wo wir uns eben getroffen haben, einfach um gemütlich zu quatschen, Bier zu trinken und anderen MCs zuzuhören, wie sie miteinander rappen. Und wo wir eben auch unsere Favorites ausmachen konnten, die dann vielleicht einmal weniger ans Mikro gegangen sind als wer anders. Und genau aus diesem Grund ist die Platte eben auch so featurelastig, weil es soll dieses Gefühl ein Stück weit transportieren. Es soll eben eine Cypher sein. Und es ist ein Album, klar, aber ich möchte gerne, dass die Leute es von hinten bis vorne hören. Und neben diesem roten Faden, den wir da inhaltlich natürlich reingestrickt haben, aber auch merken, okay, krass, es gibt unglaublich viele talentierte Rap-Künstler in Dresden. Du hattest heute im Vorgespräch ein Bild parat, dass du meintest, dass das Album für dich eine Form von Therapie ist und die Beats sind die Couch, auf die du dich und deine Texte packst. Das habe ich bis jetzt noch nicht so raushören können aus den Tracks. Vielleicht nennst du mir vielleicht einmal einen, den ich mir nachher vielleicht noch ganz zum Schluss wünschen kann, der das auch so trifft? Da würde ich sagen, da könnten wir einfach das Intro hören, Pulverfass oder Necessary das Outro, da würde ich das Soße überlassen, zu entscheiden, welchen von beiden. Das ist, weil das quasi den Rahmen setzt für die Platte. Die sind auch schön kurz, die passen noch in die Sendezeit rein. Aber das Ding ist, ich bin kein Rapper wie Curse, der zu dir kommt und sagt, jetzt mache ich einen Song über meine Ex. Und jetzt mache ich einen Song darüber, dass ich es schwierig finde, dass ich mit Mitte 30 nicht mehr die alten Freunde von damals sehe und mich jetzt 15 Jahre später nach der einen verzechten Nacht darüber ärgere. Das ist nicht das Ding, wie ich Musik mache. Das Ding ist, ich schreibe... Ich bin ganz froh, dass du nicht Curse bist. Jetzt reißt doch mal hier. Nee, aber das Ding ist, bei mir läuft es alles auf einer abstrakten Ebene ab, weil eigentlich alles, was ich schreibe, fast schon eher wie im Freestyle entsteht und ich einfach Dinge miteinander assoziiere und zusammenknüpfe. Aber im Endeffekt sind es immer Charakterbeschreibungen von mir. Ich habe nichts anderes, worüber ich rappen kann, als über mich und was ich gesehen habe. So. Ich habe früher andere Sachen probiert, das finde ich mittlerweile alles wack. Und du wirst immer in jeder einzelnen Strophe Sachen raushören, von denen du etwas über mich lernst und erfährst. Und mal ist es meine politische Einstellung und mal ist es die Tatsache, wie gehe ich mit Druck um, wie gehe ich mit To-Do-Listen um, die viel zu voll sind, die ich nicht schaffe. Und und bei einfach ist einfach das Ding, wie stelle ich mich da, wenn man mir sagt, jetzt hau uns mal die Taschen voll. Dann erzähle ich halt Sachen wie, dass ich Pech bei Frauen habe in den letzten 4 Bars. Was man auch erstmal dingen muss, quasi. Letzte Frage in die Runde. Was ist euer innerer Motor? Was treibt euch an, das zu machen, was ihr macht? Ich meine, das ist ja schon was extrem Exhibitionistisches, Rap zu machen, auf eine Bühne zu gehen, alles aus sich rausfließen zu lassen, dann auch noch unkontrolliert zum Beispiel als Freestyle, ja? Was treibt euch an? Was ist es? Eure Triebfeder? Du, Armin, hast mir die Frage, glaube ich, auch schon mal völlig unerwartet gestellt und da war ich schon genauso überrascht wie jetzt. Weil ich dann in dem Moment immer erst anfange, mir Gedanken drüber zu machen. Aber bei mir ist es in erster Linie, mache ich das, weil ich Bock drauf habe, weil ich Spaß daran habe. Und ich kann mir das auch nie anders vorstellen. Ich glaube, auch wenn jemand rappt oder Beats baut oder was auch immer, aber daran keinen Spaß mehr findet, dann hört er früher oder später damit auf jeden Fall auf. Das macht dir keinen Sinn, du machst dir ja selber kaputt. Von daher ist es einfach Spaß an der Sache. Aber was willst du mit der Welt teilen? Also was ist das so? Na, das ist ja, glaube ich, bei Rap ein Stück weit immer so, du teilst dich selber sozusagen, also du teilst immer dich selber mit das, was bei dir halt los ist. Das kann halt alles sein. Das ist ja auch da waren wir jetzt auch schon mehrfach heute, das geht halt um Echtheit sozusagen. Es geht eigentlich nur darum, dass du auf einem Track oder was auch immer irgendein Stück von dir teilst sozusagen und im Zweifel hört es irgendjemand anders und kann sich damit identifizieren oder findet sich irgendwie wieder oder kann was daraus ziehen sozusagen. Flash? Flash.
Authentizität war ja heute dein großes Wort. Das hat mich so ein bisschen zusammenzucken lassen, weil ich dachte so, okay, es ist so die Währung der Popkultur, aber auf der anderen Seite, wenn ich mir überlege, wenn ich jeden Menschen 100% authentisch erleben müsste in meinem Umfeld, ich würde zerbrechen. Also es ist nicht jeder Mensch nett und mein Homie und ich will ja auch nicht mit denen allen was zu tun haben. So. Naja, man kann es ja anstreben, wenn man will. Ich will auch nicht sagen, dass meine Attitude gesund ist. Es ist vielleicht auch eine Zumutung für viele. Ja. Aber ansonsten ohne, ich denke, ohne Kunst ist das Leben sinnlos und entweder ich würde mich totsaufen oder ich hätte es bereits gemacht, wenn es nicht vorhanden wäre. Das ist alles, ja. Ja, also ich mache es auch ganz kurz und knackig. Ich stimme beiden komplett zu. Also erstmal ist, finde ich, ist es überhaupt toll, dass wir die Möglichkeit haben, neben den Verpflichtungen, die wir im Alltag haben, etwas zu tun, was wirklich einfach nur dem Spaß dient und trotzdem aber nicht sinnlos ist, weil es, wie Soße schon sagt, Menschen erreicht. Aber wichtiger als mein, also eine Identifikation mit mir zu schaffen, finde ich, dass die Leute merken, okay, der hat da gerade was, das erzählt er, da fühlt er sich vielleicht scheiße deswegen, aber der hat da draußen einen Song gemacht und hat einen ziemlich coolen Beat von jemandem bekommen, jemand anders hat das cool abgemischt und die haben das dann gemeinsam gemacht, weil dadurch kann man noch viel mehr erkennen, nämlich, dass man sowas nicht nur mit, also man teilt das ja auch mit den Leuten schon im Produktionsprozess und vor allem hat man dann auch Spaß draus, das heißt, man kann aus jedem Schicksalsschlag, jeder Niederlage und jedem negativen Gefühl irgendwie versuchen, was Positives zu schaffen und wenn man Kunst schafft, finde ich, geht's gar nicht positiver so. Und auch wenn diese Kunst dann vielleicht diese negative Emotion transportiert, checken die Leute dann vielleicht trotzdem hoffentlich, okay, krass, das ist ein Kanal, auf dem ist es besser, als wenn ich jetzt rausgehe und mich volllaufen lasse, jemand verprügle oder was auch immer. Hm. Bei Armin's Necessary ist vielleicht nicht für jeden necessary. Wer hört das? Von wo kriegt der Rückmeldung? Also ich glaube, meine Musik hören Rapper. Also ich glaube, es gibt auch Leute, die das hören, die selber keinen Rap machen, aber letztendlich ist das meiste Feedback, was ich kriege, von anderen Rappern und deswegen rappe ich auch so, wie ich rappe, weil ich im Endeffekt gar nicht, also ob ich jetzt 10 Instagram-Follower mehr habe oder nicht, spielt gar keine Rolle, weil ich weiß, dass von denen, die ich habe, da sind so, lass es 100 Menschen sein, wenn es hochkommt, deutschlandweit, die hören das und die haben selber einen Bezug zu Rap, weil sie rappen oder es mal gemacht haben, deswegen checken die auch, was ich zu sagen habe und wenn das vielleicht mal 150 wären, freue ich mich, aber für die mache ich das und alle anderen freue ich mich sehr, wenn die das hören, aber das ist die, glaube ich, die Zuhörerschaft. Das ist tatsächlich Rap für Rapper oder Rap für Leute, die eine andere Musik machen, aber die selber musikalisch sind und einen Bezug zur Mucke machen haben. Bei euch? Wer hört Hat sich Flesch? Die Frage schon geändert? Oder? Nö, wer hört Flesch? Ach so, Flesch? Na, 10 Leute und der eine, der sich verklickt hat. Wer hört Soße? Ist schwer zu sagen, ehrlich gesagt, wer mich hört. Aber ich kann ein Stück weit, was Armin sagte, auch sehr nachvollziehen. Also zumindest, dass du das Gefühl hast, deine Musik hören Rapper, weil du von denen halt Feedback bekommst. Ich glaube, es ist nicht unbedingt ein Ding, dass halt nur Rapper deine Musik hören, aber ich glaube, andere Rapper sind halt prädestiniert dafür, dir Feedback zu geben, weil sie dieselbe Sache tun und sozusagen vom Fach sind. Hm. Das Witzige ist ja, dass jetzt gerade im gesamten Sendegebiet zumindest technisch sehr viele Menschen die Möglichkeit hatten, euch zu hören mit euren echten Stimmen unbearbeitet, abgesehen von unseren Limitern, Kompressor, die wir hier drüber drauf hatten, ja, und Kompressor. Jetzt gesetzt den Fall, dass es Leute gibt, die mehr von euch hören wollen. Wie kommen die an Armin's bei Armin's Necessary ran? Ja, ich hätte eigentlich gedacht, dass wir es wirklich noch schaffen, einen Song zu spielen. Schade, das wird jetzt aber irgendwie nichts mehr. Anspielen auf jeden Fall. Wir können ihn anspielen. Ich würde dann sagen, dass wir Necessary anspielen. Da geht, obwohl, nee, da ist am Anfang so, nee, wir spielen das Intro, wir spielen Pulverfass dann bitte. Da geht es nämlich gleich mit Text los. Die Platte erscheint am 13. August digital über RecordJet auf allen Plattformen, Spotify, Apple, dies, das, pipapo. Und heute noch die positive Rückmeldung bekommen, auch auf limitierter CD-Auflage.
Tage, 100 Stück gibt es da. Und wir werden eine Release-Party machen am Grooveabend in der Rotenburger Straße. Da gibt es dann am 13. oder 20.8. Die Rückmeldung kriege ich erst morgen früh. Und wenn die Sendung hochgeladen wird, werde ich diese Stelle nochmal editieren. Kann man diese dann auch käuflich erwerben und ansonsten direkt bei mir auf Instagram oder auf straightausdemosten.de. Hast du gesagt Pulverfass oder Necessary? Nee, Pulverfass. Wir spielen mal das Intro der Platte, spielen wir einfach mal an. Okay, das war Rap'n'Roll meets Aussitzen Deluxe 2.0. Bei mir zu Gast waren One Man Army, Flesh und Soße und sie haben gesprochen über sich und das neue Album bei Armin's Necessary. Und wie er es bekommt, hat Armin gerade gesagt. Und jetzt zum Abschied, bevor das Penta-Radio startet. Pulverfass. Von Armin nochmal auf Nummer sicher gehen. Ich bin Jens Steiner und sage tschüss. Der alte Mann und der Berg von Problemen, der immer größer wird. So groß, dass ich dahinter komm, sehe, was noch Schönes gibt. Die Wut, die ich nicht gefiltert bekomme und die mir die Blöße gibt. Und ein Mantra, das mich stark machen soll, aber nicht trösten will. Ich will nicht höflich klingen, wenn ich untröstlich bin. Und man die Zornesröte sieht, weil ich grad töten will. Nicht irgendwen oder mich, weil das zu töricht ist. Sondern das, was mir das Gefühl gibt, dass Glück unmöglich ist. Obwohl es nötig ist, dass ich die Angst besiege, fürchte ich mich. Dass mich die Angst besiegt und wirklich kriegt.